Und damit herzlich willkommen bei den Shisha Bras. Ich bin's mal wieder, euer Jörg. Und ja, heute mal wieder eine Smoke Session für euch. Wie ihr im letzten Video bestimmt gesehen habt, Kumpel und ich haben bestellt. Deswegen habe ich jetzt neuen Tabak für euch, den ich euch vorstellen kann. Und ja, ich würde sagen, ich fange mal an. Ich rauche heute mal wieder in meiner Kaya PNG 550 mit dem Hotshot, Sapphire Hotshot RT Strawberry Girl. Zwei Schichten Alufolie, komplett Lochung, zwei Brikots. Und natürlich mit diesem schönen Ding hier, mit dem Kaya, Moment, ich muss mal kurz gucken, Interlude 3.0 Viper Chrome. Das Chrome-Stück, das Glasstück. Ja, ich glaube, ich würde euch erstmal was dazu sagen. Also der Strawberry Vanilla riecht ziemlich stark nach Erdbeere, wer jetzt gedacht. Also riechen tut er, ich würde nicht sagen, na okay, doch zum Teil künstlich, aber auch schon so eher so eine Mitte davon. Also nicht natürlich, nicht künstlich, so eine Mitte davon. Riecht sehr gut. Vanille spüre ich jetzt nicht raus, kann auch dran liegen, dass ich davor noch nie einen Vanille-Tabak geraucht habe. Na okay, schon, aber der war, na wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Ich pack mal kurz noch den Windschutz wieder drauf. So. Gut, ja. Riechen tut er auf jeden Fall nicht künstlich, nicht natürlich. So eine Mischung dazwischen. Ganz gut nach, vielleicht kennt jemand von euch die Mauam Erdbeer-Dinger, also die Erdbeer-Mauams. Auf jeden Fall, die riechen danach. Besser gesagt, er riecht danach, wie die schmecken. Rauch her, perfekt. Ja, zum Geschmack. Richtig gut nach Erdbeere. Beim Einatmen ziemlich stark nach Erdbeere. Beim Ausatmen, ich glaube, so ein leichter Vanillestich kommt durch. Schmeckt wie Erdbeermarmelade, finde ich, beim Rauchen. Richtig geil, ey. Also, ich habe im Internet dazu nichts gefunden, zum Beispiel so ein Review oder in irgendwelchen Foren, hat bis jetzt noch niemand was zugeschrieben. Dachte ich mir so, okay, riskiere ich es mal, den zu kaufen. Hätte auch ganz anders aussehen können, aber ich bin voll zufrieden mit dem Tabak. Richtig fruchtig. Sehr geil auf jeden Fall. So ein richtiger Sommertabak. Bald, wenn es hier wieder ein bisschen wärmer wird. Jetzt gerade wieder pur Regen. Schmeckt Hammer. Ja, zum Rauch. Dichter weißer Rauch. Raucht auf jeden Fall ordentlich. Ja, sonst so. Ich habe gerade eben bei YouTube mal geguckt, so. Wir haben fast die 250 Abonnentengrenze erreicht. Leute, ihr seid die geilsten auf jeden Fall. Ey, danke für euren Support. Ihr wisst gar nicht, wie viel uns das bedeutet. Und auf jeden Fall richtig geil. Also, danke von uns. Und ja, ich würde sagen, ab dem 250, wenn wir die 250 Abonnenten geknackt haben, geht's, hoffe ich mal, wirklich. Also ich werde das mit den Jungs klären. Wenn die nicht dabei sind, dann werde ich für euch allein ein Special raushauen. Wäre natürlich cooler, wenn wir zu dritt das machen. Und ja, dann wird auf jeden Fall ein Double Special rausgehen für die 100er, die ich euch noch versprochen habe. Ich glaube, das war die 100er. Ich habe schon vergessen, ey, heftig. Und auf jeden Fall für die 250er. Und bei Facebook haben wir auch fast an die 100 Likes gekriegt. Also wir sind gerade bei 98. Schön fleißig weiter liken. Kommt bestimmt auch noch ein Gewinnspiel dazu raus, wenn wir die 100 geknackt haben. Und ich würde sagen, dann das nächste ist ab 500, glaube ich. Also jetzt nicht mehr so häufig. Aber auf jeden Fall wird was Geiles für euch rausspringen. Das verspreche ich euch.
belohnt für euren Support. Krass, ey, wie schnell ich mein Zimmer hier zurauchen kann mit dem Zeug. Ja, ein paar Ringe. Wow, ein Ring. Oh, ich glaube, der Ghost hat sogar beim ersten Mal direkt geklappt. Und noch ein Dragon hinterher. Ja, gut, das dazu. Ja, auf jeden Fall der Tabak. Kaufempfehlung, falls ihr auf Erdbeere steht. Also die Vanille kommt nicht so stark durch. Eher beim Ausatmen so ein bisschen. Aber auf jeden Fall richtig geiler Erdbeertabak. Nur halt, wie gesagt, schon im... Beim Adalia Cola Dragon war das, glaube ich, dass der Tabak nach dem Rauchen ziemlich hart wird. Das ist bei dem hier genauso. Und ja, zum Hotshot der Tee. Ey, dazu, ich glaube, ich werde da auch noch ein Video zu machen, speziell wie ich den Kopf baue, das Overpacking. Wenn ihr das unbedingt haben möchtet, könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Da werde ich das früher rausbringen. Und ja, richtig tabaksparender Kopf, also ihr braucht wirklich sehr, sehr, sehr wenig Tabak dafür, um richtig gutes Geschmackserlebnis bzw. Raucherlebnis zu bekommen. Also der Hotshot ET ist somit einer meiner Favoriten, der ist gerade auf Platz 1. Richtig Hammer das Teil, also die 13,95 € könnt ihr total in diesen Kopf investieren. Kein Fehlkauf, gar nichts, empfehle ich euch zu 100%. Ja, den Schlauch, den habe ich mir so mal aus... Gag geholt. Ich fand den richtig geil und bin damit auch voll zufrieden. Mal so anders so damit zu rauchen, nicht mehr so, sondern jetzt so waagerecht halt. Waagerecht? Senkrecht. Senkrecht. Waagerecht. Wir können es natürlich auch waagerecht versuchen. Geht auch. Nur ist es leicht unbequem. Ja, man sieht auch richtig, wie diese 4 mm, das dicke Glas, vorne am Ansatz zum Rauchen. Richtig gut. Okay, der fängt an leicht kotzig zu schmecken. Natürlich blockiert jetzt die Kohle. Ne, auf jeden Fall Hammerrauch, ey, das ist heftig. Ich glaube, damit kann ich mal kurz versuchen, die ganze Kamera zu smoken. Na, fast. So, gut, ja, Kamera spackt mal wieder ab. Was ich sagen wollte, so gut, das war mal wieder eine kleine Smoke-Session für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, Leute, Like, Abo dalassen, würde mich sehr drüber freuen. Sowie Kommentare, Feedback geben, was ihr demnächst sehen wollt. Ihr könnt das ruhig in die Kommentare schreiben, einfach reinhauen, alles, was ihr sehen wollt. Und ich werde mein Bestes geben, es euch zu zeigen. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr noch Bock habt, könnt ihr auf unserer Facebook-Fanpage liken, seht ihr auf unserer Kanalseite, ist Link dazu. Oder ihr gebt einfach ein oben in die Leiste www.facebook.com/shishabrasfanpage, kommt ihr direkt drauf. Hit the Like-Button und dann geht's rund. Und ja, somit verabschiede ich mich und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörg!